Hallo liebe Livi-Familie, wir begrüßen euch heute draußen auf dem Livi-Außengelände, genauer gesagt hier auf dem Spielplatz, hier herrscht gerade Baustelle und wir wollen euch heute ein bisschen mit reinnehmen und zeigen, hier ist richtig viel Bewegung drin, richtig viel Action und da dürft ihr heute ein bisschen Teil von sein. Genau, und ich freue mich riesig hier zu sein mit dieser Kulisse, denn hier wird gearbeitet und es macht richtig Spaß und Freude zu sehen, wie die Rutschetürme sich entwickeln. Wirklich eine tolle Sache. Drei Dinge liegen uns hier auf dem Spielplatz am Herzen und auf der Lindenwiese insgesamt. Das erste ist, dass wir uns wünschen, dass Kinder hier gute christliche Werte vermittelt bekommen, im Idealfall Gott persönlich kennenlernen, sich auf den Weg machen, mit ihm zu leben. Das zweite ist, dass wir uns wünschen, dass das ganzheitlich geschieht. Das heißt, Kinder sollen hier auch Spaß haben, Freude haben, den Glauben und das Leben ganzheitlich erleben. Deshalb die Rutschetürme, die Freude am Leben wirklich genießen. Und das Dritte ist, dass das in Sicherheit geschehen soll, das ganze Paket. Kinder sollen hier sicher sein. Sicher beim Rutschen, sicher auf den Spieltürmen, aber sicher auch im Umgang mit anderen Menschen. Sie sollen hier einen Ort der Geborgenheit haben. Und das lassen wir uns etwas kosten hier auf der Baustelle. Die Rutschetürme kosten immerhin 20.000 Euro mindestens. Das nehmen wir in die Hand und das Ganze ist uns das wert. Und wie ihr seht, sind hier viele Ehrenamtliche am Bau tätig und sie arbeiten mit. Und das spart uns zwischen 10.000 und 12.000 Euro, der ehrenamtliche Einsatz. Und das ist wirklich eine tolle Angelegenheit. Deshalb bin ich auch hier am Samstag, weil es wirklich schön ist, auf der Baustelle zu arbeiten. So, das war mein Beitrag. Der endet mit einem Aufruf zum großzügig Spenden, dass diese Sicherheit, diese Freude und die guten Werte umfassend vermittelt werden können. Genau, und jetzt wende ich mich dem Klaus Wohlfahrt zu von Greaholz. Er ist der Planer von diesem Spielplatz. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch mit diesen krummen Prügeln, ob das was wird. Und ich bin zunehmend extrem begeistert. Und Klaus Wohlfahrt als Spielplatzbauer und angenehmer Mensch, muss ich sagen, er wird jetzt noch ein paar Dinge zum Ganzen weitergeben. Alles klar. Ja, gut. Also hier stehen wir jetzt vor dem Turm für die kleineren Kinder. Mhm. Weil wir wollen ja für die verschiedenen Altersgruppen was bieten. Sonst haben wir immer das Problem, wenn es für die Kleinen funktioniert, dann ist es für die Großen langweilig. Und hier haben wir es jetzt getrennt in zwei Türme. Ja. Und ja, steigen wir doch mal auf den ersten Turm hoch. Hier geht es über eine Leiter hoch, da ist eine Rampe. Ich probiere die Rampe mal aus. Ja, genau. Ja. Wenn ich das hinkriege, so, dann kriegen das kleine Kinder auf jeden Fall auch hin. Ja. Das ist auf jeden Fall gegeben. Sehr gut. Der Test bestanden. Test bestanden. So. Genau, da die Rutsche runter für die Kleinen. Jetzt fühlt sich richtig gut an, hier oben zu stehen, auch ja, dass das hier so geöffnet ist und so. Man hat schon ein bisschen Aussicht, gell? Ja, doch. Richtig stark. Und ist auch alles so weich. Wie kommt das, dass sich das so, wir haben ganz viel so weich anfühlt? Also wir hatten fleißige Schleifer und Schleiferinnen. Die letzten Tage. Ja. Ja, genau. Okay. Ja. Das fühlt sich gut an. Ja. Und hier wird es dann ein bisschen schwieriger mit der Brücke. Also hier sollen die ganz kleinen Kinder ein bisschen abgeschreckt werden. Mhm. Ab hier geht das Abenteuer los. Okay. Da ist jetzt noch das Gerüst im Weg. So. Ja, hier sind wir auf der ersten Ebene. Hier kommen wir rein in den großen Turm. Wir befinden uns jetzt im großen Turm. Und im Moment geht es hier leider noch nicht weiter. Da fehlen leider noch die Netze. Die Bestände noch ein bisschen hoch. Ich glaube, noch nicht ganz. Ja, genau. Da kommen jetzt später, also die sind bestellt, die Netze, die werden auch gefertigt. Die kommen dann auf drei Stufen, so einmal im Kreis rum. Mhm. Und dann kann man hier durch das Loch auf die nächste Ebene steigen, wo man dann an die Rutsche kommt. Ah ja, das ist schon die Rutsche da. Okay. Da ist dann die Rutsche. Okay. Ja. Das ist eher schon was für Kletterkünstler. Ja, mit den Netzen, ja, so ab
ab 3-4 Jahren, das könnte schon funktionieren. Okay. Ja. Vielleicht ab 6 dann, so, das ist die Altersgruppe. Ich habe auch gesehen, an der Rutsche wird ja auch nochmal zusätzlich gesichert im Vergleich zu vorher. Ja, das ist ja auch nochmal ein bisschen ein beruhigendes Gefühl, auch als Mutter, wenn man noch kleinere Kinder hat, zu wissen, dass die dann nicht ganz oben schon rausfallen können. Ja, genau. So. Genau. Das ist super. Ja. Ja, da kommt noch ein Netz oben drüber. Eben, dann kann kein Kind mehr seitlich rausfallen. Ja. Genau. Ja, super. Und ganz oben rauf geht's auch? Ja, da gehen wir auch noch rauf. Okay. Ja, schwuppdiwupp sind wir eine Ebene höher. Und von hier aus geht die Rutsche runter. Man sieht hier schon in die Rutsche rein. Die ist wieder genauso lang wie vorher. Also eine Rutsche, die Spaß macht. Ringsherum ist halt noch Baustelle, also die Wand wird noch zugemacht. Da ist der Patrick gerade noch beschäftigt. Und was aber auf alle Fälle auch neu ist im Vergleich zu vorher, ist, dass es noch ein Stockwerk höher geht. Da haben wir nämlich hier eine Leiter. So, jetzt sind wir im Turmstüble. Auch hier ist noch Baustelle. Und eben, jetzt sind wir ein ganzes Stockwerk höher, als es vorher war. Hier werden die Wände noch zugemacht, da ist alles sicher. Natürlich kann keiner mehr rausfallen. Und von hier aus hat man dann richtigen Ausblick über das ganze Gelände. Ja, genau. Und die Baumkronen, man ist mitten in den Baumkronen drin. Und es ist sicher ein schöner Platz für die Kinder und auch größere Kinder, sich mal zurückzuziehen. Da wäre ich gern dabei. Das würde ich mir gern mal anschauen, wenn das soweit ist. Hey, und jetzt möchte ich euch einfach noch einladen. Wir wollen diesen Spielturm, dieses Spielgerät auch wirklich feierlich einweihen. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Am Sonntag, den 16. Juni um 14 Uhr wollen wir das Ganze so ein bisschen eröffnen, ganz offiziell. Und betten das auch ein in ein Spielplatzfest. Da gibt es dann verschiedene Spielestationen. Es gibt Leckereien, es gibt Kinderschminken, es gibt eine Lotterie, es gibt was zu gewinnen. Und wir wollen einfach dieses tolle Gelände auch mit diesem neuen Turm richtig feiern und genießen, als Familien auch zusammenkommen. Ihr könnt so gerne Freunde einladen, eure Nachbarn, Freunde aus der Schule oder aus dem Dorf. Viele kennen ja unser Außengelände einfach auch schon und sind wirklich herzlich willkommen, den Nachmittag hier mit uns zu verbringen. Wir freuen uns drauf und gehen davon aus, dass wir bis dahin hier das alles auch richtig dann benutzen können.